aber die gibt es nur bei der AfD. Ja. Begrüßen Sie mit mir unsere Landesvorsitzende Corinna Mehrs. Also, erstmal nochmal vielen Dank für die Einladung. Schön, euch alle zu sehen. Ich habe eben Ulrich Singer gesehen, Karl Keller da vorne. Karl! Da hinten sitzt Paul Traxel und ein paar andere. Also ich hoffe, ich sehe und erkenne nicht immer jeden, aber schön, dass ihr alle da seid. Und ich habe gerade geguckt, tolle Liste. Viele von denen kenne ich mittlerweile, ja. Bin viel rumgekommen, gerade in Schwaben. Und freue mich sehr, heute Abend hier zu sein. Ja, jetzt habe ich natürlich noch den Rüdiger hinter mir, Rüdiger Lukassen, und kann jetzt nicht tausend neue Dinge erzählen. Versuche ich mich zu beschränken auf ein paar aktuelle Themen. Und ich glaube, ein aktuelles Thema haben wir gerade in den sozialen Medien. Thüringen. Ja. So, das ist ein bisschen schwierig. Als Landesvorsitzende von Bayern muss man manchmal an einem Tag zwei Pressemitteilungen rausgeben. Erst Kompliment an Kemmerich und die FDP und dann vielleicht nicht. Ja? Das ist ja jämmerlich, ne? Der ist innerhalb von 24 Stunden zurückgetreten und ich habe gerade wieder gelesen, 93.000 Euro kriegt er mindestens. Für einen Tag. Für einen Tag. 93.000 Euro. Können Sie nachgucken. Ja? Man könnte auch sagen, so viel kostet die Merkel-Demokratie in Deutschland pro Tag. Ja? Jetzt nochmal zum Sachverhalt Kemmerich. Wenn man es ein bisschen lustig machen würde, würde man sagen, Ministerpräsident Kemmerich oder Ministerpräsident kann er nicht. Denn er hat ja, wie gesagt, jetzt leider den Schwanz eingezogen, nachdem er bearbeitet worden ist von der FDP. Das ist so. Also ich habe einen Hund. Oh, er hat die Route eingezogen. Gut. Lindner hat ihn bearbeitet. Warum? Weil er ihm zu groß wurde. Der hatte jetzt wirklich mal das Sagen da und die FDP hat ja nirgendwo mehr wirklich das Sagen. Und da hat er ihn gleich zurückgezogen. Nummer zwei, Angela Merkel. Zitat, ein unverzeihlicher Fehler. Ein unverzeihlicher Fehler. Das heißt, wenn man eine Wahl hat und das falsche Wahlergebnis dabei rauskommt, kann es ein unverzeihlicher Fehler sein. Sie wollte ja eine Wiederholung dieser Wahl eigentlich. Und jetzt versucht man natürlich, um irgendwie noch sich zu retten als FDP, zu proklamieren, wir werden uns für Neuwahlen einsetzen. Neuwahlen bedeutet aber Zweidrittelmehrheit. Und das geht nicht ohne die CDU bzw. die AfD. Und wir alle wissen, das war ein super Schachzug von der AfD in Thüringen. Das muss man mal ganz klar sagen, Björn Höcke. Chapeau! Chapeau! Denn eines ist klar, der große Profiteur von der ganzen Nummer ist die AfD. Wir haben gezeigt, es ging uns vor allen Dingen darum, das Wahlversprechen Nummer 1 zu halten, Rot, Rot, Grün in Thüringen in die Wüste zu schicken. Und alter Land, hoch, hoch. Zum Zweiten, wenn jetzt tatsächlich Neuwahlen kommen sollten, AfD wird, ich denke mal, die letzten Reste der FDP einsammeln. Denn wer soll denn die wieder wählen? Also, ein Tag Ministerpräsident, 93.000 Euro, vielen Dank, das war's oder wie? Nee, braucht doch kein Mensch. Ich meine, der Mann ist mit einer Briefwahl reingekommen, in den letzten, was war das, 25 krümeligen Stimmen, die da über den Tisch geschoben wurden. Und das war's. Und jetzt macht er einen Tag und ist wieder weg und sagt, ach, ich habe den Druck nachgegeben. Man weiß, diese Opposition, die FDP, die sich im Deutschen Bundestag Service-Opposition nennt, kennt nur eins, sich selber die Taschen voll machen, die größten Opportunisten im ganzen Land. Danke, die FDP braucht niemand mehr. Eine totale Enttäuschung ist auch die CDU. Und die CDU wird hoffentlich dafür federn lassen, sollte es tatsächlich zu Neuwahlen kommen. Und auch da könnten wir ein paar Prozent mehr bekommen. Und ich weiß nicht, ich würde mich weglachen, muss man einfach mal so ein bisschen salopp sagen, wenn am Ende, nach diesem Debakel mit dem Ministerpräsidenten, bei einer Neuwahl der Wahlsieger AfD heißt, mit den meisten Stimmen. Das ist passiert. Jetzt haben wir schön uns warm gemacht. Wir gehen schon hier in den Verteidigungsmodus, in den Kampfmodus, Rüdiger.
gleich für dich alles hier bereitet. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen Ausblick geben für den nächsten Monat und für die nächsten Wochen. Wir haben den politischen Aschermittwoch und wir haben ein bisschen was vorbereitet. Wir haben einige Größen aus dem Bundestag eingeladen. Einer davon stand schon auf dem Zettel, Stefan Brandner. Aber ich habe nochmal nachgeladen. Wir brauchen noch einen mehr. Und habe gedacht, das ist jetzt nämlich der geheime Gast, den ich verrate. Ich habe überlegt, ich glaube, wir bräuchten Gottfried Curio. Und jetzt muss ich erzählen, ich glaube, das war so gut und hat sich so schnell doch so ein bisschen rumgesprochen. Gemeldet haben sich RTL und Sat.1. Die werden kommen zum politischen Aschermittwoch zu uns nach Osterhofen. Also unbedingt teilnehmen, unbedingt hinkommen. Die volle Mannschaft muss präsent sein. Das ist nochmal die große Werbebühne für die Kommunalwahl am 15. März. Und von da aus noch einen kleinen Ausblick. Der 15. März ist für uns wichtig. Ich bin sehr stolz, dass ich sagen kann, in fast allen Landkreisen und kreisfreien Städten treten wir an. Wir sind überall sichtbar. Es ist so wichtig für uns, denn jede einzelne Stimme, die ihr mitnehmt für unseren Kreistag, für unseren Stadtrat, für den Gemeinderat, ist eine Stimme näher zur Beendigung des Isolierungskurses der AfD. Denn das muss man einfach wissen, je mehr wir vor Ort verwurzelt sind, je mehr die Leute uns kennen, je mehr die CSU natürlich diese Stimmen verliert. Deswegen sind die auch so garstig momentan. Der Söder kann sich ja gar nicht mehr einkriegen. Ist ja unfassbar. Also wenn man auch die Kommentare in den Netzen gelesen hat in den letzten Tagen zu der Thüringen-Wahl, da werden ja Vergleiche gezogen, ja das ist ja nicht zum Aushalten. Ja? Also ich habe da das Wort, ja, ihr wisst schon, was ich da gehört habe. Und das sind Leute, die waren eben noch in der Staatskanzlei in Thüringen, die äußern sich auf Twitter in einer Art und Weise, wo man sagt, ihr habt jedes Maß verloren und es ist gut, wenn ihr geht. Und zwar so schnell wie möglich. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Kommunalwahl erfolgreich meistern. Jede Stimme für die AfD ist eine Stimme weniger für den Block der Altpartei, denn es ist ja mittlerweile ein Einheitsblock. Ja, so. Und also, das weiß man ja in dem Moment, wo Merkel sagt, das war ein unverzeihlicher Fehler. Da habe ich schon gedacht, nächstes Mal gib doch die Wahlzettel gleich vor. Ja, das ist ja wie SED reloaded. Und deswegen nochmal, spreche ich den Mut zu. Wir hatten zwar ziemlich einen Kaltstart, das stimmt schon, mit der Vorbereitung für die Kommunalwahl, insbesondere weil wir mit den Plakaten noch ein bisschen hingen, aber alle Plakate werden morgen Abend da sein und dann werden wir sie hinhängen und werden wahrscheinlich noch länger und blauer leuchten. Ich glaube, die Hälfte wäre sonst schon wieder abgerissen in diese Zeit. Man muss versuchen, ein Positives draus zu sehen. Also, noch einmal stark bleiben, 5 Wochen noch durchhalten und, gute Nachrichten vielleicht auch noch, die Isolation ist nicht ganz, die wird auch ein bisschen weniger. 2 Einladungen habe ich jetzt, Bayerischer Rundfunk. Sonntagsstammtisch, 16. Februar. Schlecht, ne? Weiß ich nicht. Und darüber hinaus natürlich, für die Kommunalwahl interessiert sich jeder, auch da ist die Einladung natürlich schon da. Das wird dann 23 Uhr sein am Wahltag, da geht es dann um die Wahlanalyse. Und dann freue ich mich jetzt schon, denn ich weiß, wir werden super abschneiden und der große Wahlverlierer wird wieder die CSU sein. Und da habe ich die Freude, wenn ich das Herrn Söder mal ins Gesicht sagen darf. So, und damit jetzt noch zum letzten Ausblick. Ich glaube, es wurde ja schon von Peter einiges gesagt und natürlich auch von Rainer. Und Rainers Vorträge kenne ich ja. Deswegen, auch wenn ich nicht ganz da war, also physisch im Raum, weil ich leider wieder mal 40 Minuten auf der Autobahn A99 hing, mit einem Stau, weiß ich ja, was deine Themen sind. Es wird um die Landwirtschaft gehen. Auch meine Oma war eine Landfrau. Wissen viele nicht. Im Norden ist ja auch große Landwirtschaft.
Deswegen ist ein ganz wichtiges Thema für uns in Bayern. Wir sind der größte, die haben die größten Agrarflächen, noch mehr als Niedersachsen. Zum Zweiten, die Energiepreise. Es geht um den Industrie- und Wirtschaftsstandort Bayern. Und Deutschland natürlich im Ganzen, aber Bayern im Besonderen, genauso eben in Baden-Württemberg. Und deswegen werden wir das Thema Auto verstärkt nach der Kommunalwahl in Anlauf nehmen. Einige erinnern sich vielleicht noch an das kleine blaue Auto, was ich mal präsentiert hatte Ende November. Der Blue, den wir an den Start schicken, so als kleines Maskottchen der AfD in Bayern. Vielleicht um den Leuten nochmal in Erinnerung zu rufen. Ihr könnt draußen, vor allem die jungen Leute, vielleicht noch im Studium, hops, draußen weiter auf und ab. Aber wo zum Teufel wollt ihr eigentlich irgendwann mal arbeiten? Wenn ihr mit dem Studium dann mal fertig seid. Und das muss man den Leuten immer wieder in Erinnerung rufen. Und ganz klar das Bekenntnis, auch von meiner Seite, ich komme ja aus der Automobilindustrie, zum Auto. Es geht nicht nur ums Fahren, es geht vor allen Dingen um die Industrie. Davon leben wir. Das haben wir schon gehört, 35% macht das aus bei uns. Deswegen ist es wichtig, dass wir dieses Thema hochhalten. Ein zweites großes Thema, wir werden die EZ auf große Nachfrage hin auch wieder neu aufnehmen. Ja? Also, was machen wir? Zulage. Aber deutlich weniger kompliziert als das erste Gutachten, beziehungsweise das erste Volksbegehren, was wir eben hatten aufgrund eines Gutachtens. Wir werden das einem Profi übergeben, werden dafür noch ein bisschen Geld sammeln. Und dann gehen wir damit neu an den Start. Ich hoffe, dass wir dann mit Sommer, Herbst, damit wir ein bisschen was zu tun haben, auch wieder an den Infoständen, wenn gerade mal keine Wahl ist. Jeder von uns weiß, wie schwer es ist, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und da ist es natürlich auch eine große Hilfe, aber diesmal ziehen wir es dann auch wirklich mal gnadenlos durch bis ins Jahr 21. Wäre doch was, wenn wir das mal abgeben könnten mit unserer Landesliste, unserem Wahlvorschlag zur Bundestagswahl 2021. Das sollte das Ziel sein. So, und jetzt habe ich genug geredet, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wir freuen uns alle auf Rüdiger Lukassen. Hallo.